Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Velvet Assassin. Wir stehen hier oben und haben uns wieder unten durchgeschossen, weil sie uns doch wieder entdeckt haben, leider. Und nun stehen wir hier oben in Hoffnung, dass er sich irgendwie langsam mal bewegt, aber er tut es nicht. Und ich bin wieder zu genötigt, ihn wieder abzuschießen. Was ich vielleicht lieber machen sollte, weil ich habe unten noch zwei Schuss. Und ich schieße ihn jetzt einfach mal ab. Dann hole ich mir von unten nochmal die zwei Schuss. Weiß nicht mehr, woran sind wir denn schlussendlich das jetzt mal gescheitert? Hier liegen sie alle oben. Okay, also man kann hier generell schon ein bisschen was an Licht ausschalten zumindest, aber so viel ausmachen tut das dann doch nicht. Nehmen wir nochmal mit. Ist auch gleich schon nachgeladen. Super. Okay, ja, die letzten Runden, die waren sehr turbulent. Ich würde es gern etwas ruhiger halten, so im Schleichmodus, möchte ich mal sagen, weil ich eben gehe aber bewusst auf Schleichen. Aber schleiche nicht. Also ich schleiche, aber ich kriege es leider nicht so gut hin, als dass ich da auch effektiv vorankommen würde. Leider. Aber nun hoffentlich besser. Ach ja, genau, er war das gewesen, der das letzte Mal so sehr gestört hat. Oh ja, richtig. Scheiße. Mist. Mist, Mist, Mist. Naja, dann haben wir wenigstens nochmal das Glück, das alles nochmal zu machen. Sehr schwierig bei dem Spiel. Aber ihr kennt das ja schon. Ah, der Typ da oben mit der Shotgun, ey. Bei dem hätte ich mal das Morphium nehmen sollen. Das hat geklappt. So, da kommt die Ablöse. Wenn es so weitergeht, kann ich das hier beide beschlagen. Guckt er sich das erstmal an. Guckt da in die Ecke. Stellt sich da ins Wasser. Und brutzelt. Ja, man sollte meinen, deren Schuhwerk kann das abhalten. Dem ist aber nicht so. So, auch ein neues. Somehow I had to find a way past the guards to reach the train. Not a simple task. Nee, es ist wirklich nicht simpel hier. So, ich warte jetzt erstmal wieder, bis er hier seine Runde dreht. Währenddessen werde ich kurz mal was trinken. Eigentlich wollte ich keine dritte Folge heute mehr aufnehmen, weil ich eigentlich ziemlich müde war. Boah, dieses Spiel putscht mich ganz schön auf. Was ja wiederum auch ganz gut ist. Es sind hier jetzt insgesamt um die 5 Wachen? Ja, müssen 5 Wachen sein. Die hier rumlaufen. Und die gilt es jetzt natürlich geschickt zu umgehen bzw. auszuschalten. Was echt schwierig ist. Ich sollte mal anfangen, die einzelnen Stück für Stück auszuschalten auch. Ich meine, ich weiß ja, wo er hier rumläuft. Der andere, der geht ja immer da den Gang. Ich weiß ja auch inzwischen schon, dass hier ein paar Sicherungen sind, die ich da entfernen kann, auf jeden Fall schon mal. Okay, dadurch fühlt die sich auch alarmiert. Ich hoffe, die beruhigen sich wieder. Ja, Sicherung ist halt kaputt, macht euch keine Sorgen. Halt mal durchgebrannt. Passiert. Very cramped in here. I had to be careful I didn't run straight into the arms of the guards. They could have been standing around any corner.
bei ihm da. Ich muss mir nochmal den seinen Weg. Ich will jetzt versuchen, jeden hier schleichmäßig auszuschalten. Stellt er sich dahin? Hallo. Okay, wäre es besser gewesen, hätte ich irgendwie dahinter gestanden, aber es ist schwierig, weil der andere da ja auch die Runde rumläuft. Ich bleib jetzt hier wieder eine halbe Ewigkeit stehen. Ach komm, ich bin so dreist, oder? Ah, dann geht er gleich wieder los und dann... Ach, je länger ich warte, umso... Ah, jetzt muss ich wieder warten. Ich trau mich nicht, ich will mal vernünftig schleichen. Nicht immer nur hier schießen, schießen, schießen. Schießen kann jeder. Ja, das ist die spannendste Folge, die wir bisher hatten. Anfangs mit einem schrotflinten Kill des Gegners und jetzt totale Spannung hier, Spannung pur. So, er hier könnte mal weg. Der nervt nämlich ganz schön rum. Ach, komm schon, dass dich der nervt. Ich verstehe nicht, wie die mich sehen können. Ich gebe mir mal solche Mühe. Ach, ihr könnt das bestimmt alle besser als ich. Naja. Ah, das Problem ist nur, je öfter man das macht, umso leichtsinniger wird man. Und umso leichtsinniger man wird, umso mehr Fehler macht man. Und schlussendlich bleibt man auf der Stelle stehen. Und kommt gar nicht mehr voran. So, wieder mal die Ablöse. Strom. Ist einer von unseren Leuten? Ja, so ist es. Du bist tot! Tot! Hörst du? Nee, ich bin nicht tot, ich lebe noch. Es war einer von deinen Leuten, hast du gesagt. Da steht doch gerade der Plüre, ne? Immer so frei. So. Gut, das war auch einer von seinen Leuten. Und auf ein neues gehen wir da rein. Somehow I had to find a way past the guards to reach the train. Not a simple task. Ich müsste einfach welche ausschalten, wenn das so einfach wäre. Ich werde gleich nochmal probieren. Ich habe ja vorhin gesehen, wie er darauf reagiert hat, wo ich die Sicherung ausgestellt habe. Ich werde gleich die Sicherung nochmal ausstellen und wenn er da hinten wieder in die eine Ecke reingeht, wo er vorhin reingegangen ist, dann habe ich ihn da auf jeden Fall. Dann habe ich wenigstens schon mal ein weniger, weil der war hier der letzte, das war immer der, der am meisten gestört hat hier. Der und der andere, der hier die ganze Zeit im Kreis rumläuft. Wo ist er? Also bin ich gerade irgendwo? Er da. Genau. Das sind die beiden, die in erster Linie stören. Das sind natürlich, da hinten sind noch weitere, aber so weit bin ich noch nicht mal gekommen. Das ist das Problem. Und er geht nicht. Er wartet und wartet. Das hat doch geklappt. So, leg mal hin den alten Sack hier.
den kann ich beim nächsten Mal, wenn er hier dran vorbeigeht, abfahren. Muss ich nur wieder warten. Tut mir leid, Leute, ist heute viel Warten angesagt und viel Sterben. Ich hoffe nur, dass jetzt auch mal ein paar von den Gegnern sterben. Immerhin, einen haben wir da hinten schon was verbucht. Schwacher Trost, ich weiß. Meine Anzahl, wie oft wir jetzt schon gestorben sind. Aber man merkt bei dem Spiel wenigstens, es sieht deutlich an. Also das steht außer Frage. Ist das unser Kandidat da hinten? Nee, ne? Wobei läuft der, glaube ich, nicht zurück. Oder ist der das? Nee, der kommt hier gerade rum. Very cramped in here. I had to be careful I didn't run straight into the arms of the... So, den haben wir auch. Freue mich auch mal wieder ein bisschen beiseite hier. Das heißt ein bisschen, ich packe mit zu dem anderen, da habe ich wenigstens die Sicherheit, dass da keiner mehr vorbeikommt. So. Okay. Dann mache ich jetzt die nächste Sicherung. Die war da weiter vorne. Auch das haben wieder Leute mitgekriegt scheinbar. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der verdunkelt hat. Ja, so eine Scheiße, das ist aber echt. Angriff! Mist! Mist, 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 Mist! Mann! Und es hat so gut angefangen, das ärgert mich. Mein gut, noch leben wir. Und auch munitionsmäßig stehen wir wesentlich besser da als die letzten Mal, ne? Aber zufriedenstellend ist das nicht. Wie gesagt, wenn man mit dem Vorsatz reingeht, hier zu schleichen, dann so ein Mist da passiert. Ärgerlich. So, und jetzt hole ich mir auch mal das Ding, was hier drunter liegt. Das kann ich aber erst, wenn ich da oben irgendwas mache. Scheinbar. Oh, meine Nase kribbelt. Das ist gemein. Ich kann den Körper durchsuchen für noch ein Medikit. Okay, das heißt, ich gehe jetzt wieder hoch, um mich da wieder abschießen zu lassen. Nein, diesmal nicht. Diesmal ist der hier dran. Wo, von wo kommt denn der andere Kerl her? Kann ich zum Beispiel drüber klettern? Ist das eine Alternative? Wo kommt denn der Herr mit der Schrotflinte, der mich die letzten Male mal abgeschossen hat? Da!
öfter hin und her, oder was? Oh, oh. Muss aufpassen. Keine Schusssicherheitsfehler. Ich will weder mein Morphium noch die letzten Schüsse verschwenden. Vor allen Dingen nicht an den da. Das war mir zu heikel. Tut mir leid. Der hat sich auf einmal so in meine Richtung gedreht. Ist hier noch so Interessantes? Sieht nach einem netten Bonus aus, sag ich mal. Ich nutze mal den Hebel, dann können wir nämlich da unten gleich an das... an die Zusatzinkredenz hier dran. Nee, an die... Na? Was da aussah wie das Sammlerstück wahrscheinlich. Hier, ne? Genau, ein Sammlerstück mit 500 Punkten. Ui, das ist cool. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was hier eigentlich hinter ist. Müssen wir hier weiter? Nicht so aus. Medikit. Dein Spind. Mit einer Schallgedämpften. Wie viel haben wir denn da? Oh, das ist immer ein paar Schuss. Das gefällt mir. Ich mag ja, bin ja kein so großer Leuchtpistolen-Fan, muss ich sagen. Leuchtkugeln, die sind mir zu laut. Ich töte die Gegner gerne leise. Und da ich ja so viel rumschieße, will ich aufpassen, dass es unauffällig ist dann. So, jetzt gucke ich mal hier in den Raum. Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Und wenn es hier weitergeht, dann kann ich immer noch mal umkehren. Mir scheint es doch weiter zu gehen. Huh. Ich gehe mal wieder zurück. Was sollte das jetzt? Was sollen immer diese Zwischenblenden? Die verunsichern mich doch nur. So, jetzt sehe ich, dass hier noch so ein Typ kommt. Das wäre gemein. Nee, nur ein Sammlerstück für nochmal 100 Erfahrungspunkte. Gut, aber dann können wir auch weiter. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Ich bin gespannt, was es hier als nächstes erwartet. Leuchtmunition. Und Morphium. Morphium haben wir noch. Ich hätte gerne mal die Möglichkeit, mehr Morphium zu tragen. Aber da wir jetzt gerade einen Speicherpunkt hier hatten und ich ja eigentlich sowieso diese Folge gar nicht mehr machen wollte, ich glaube, ich bin noch nicht ganz bei den 20 Minuten. Wenn doch, ist das gut. Wenn nicht, dann nimmst du bitte nicht übel. Wenn ich drüber bin, naja, da habt ihr euch eh nicht zu beschweren. Hoffentlich. ich danke euch fürs Zuschauen. Ich werde mal gucken, ich werde irgendwann demnächst nochmal, weiß ich nicht, morgen, übermorgen oder was, nochmal ein paar Folgen aufnehmen. Weil ja dann der Umzug ansteht und ich in der Zeit wahrscheinlich gar nicht dazu kommen wird, irgendwas aufzunehmen. Wahrscheinlich sogar noch Probleme haben wird, die ganzen Sachen pünktlich hochzustellen. Aber da sehen wir, wie wir das hinkriegen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem treu, auch wenn mal ein bisschen Unregelmäßigkeit reinkommen sollte die nächsten Tage, Wochen. Aber ich verspreche euch, das wird sich schnell widerlegen. Also von daher, vielen Dank für euer Verständnis und fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr hier mit reinschaut. Ich bin froh, dass
das Spiel so gut angeschaut wird. Freue mich auch immer, positive Resonanz zu hören. Also dann, vielen Dank nochmal. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge, verabschiede ich mich von euch und macht's gut. Tschüss.